Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Breath of the Wild. Joa, seit der letzten Folge habe ich noch nicht das Rätsel gelöst, um die letzte Kiste zu bekommen. Aber das ist ja gar nicht schlimm, denn jetzt machen wir uns auf jeden Fall auf den Weg, ein paar weitere Shrines zu machen. Und wenn wir Zeit übrig bleiben, dann können wir uns auf jeden Fall auch mal auf den Weg zum nächsten Turm machen. Ach ja. Manche entdecken Nachtaktiv. Naja, bis auf Schleichwürmchen habe ich bislang noch keine, also Glühwürmchen habe ich bislang noch keine gesehen. Oder ist es mir nie aufgefallen? War jetzt Blutmond zwischen den Folgen? Ich glaube nicht. Das habe ich mir eingebildet. Ja, ich habe zwischendurch Nickerchen gehalten. Ist gar nicht mal so lange her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe, aber war zwischendurch Nickerchen gehalten. Ich glaube, das habe ich geträumt. Das ist Hinox Insel. Da müsste Hinox aber nicht sein. Das wäre mir ein bisschen suspekt, weil ich ihn gar hundertprozentig besiegt habe. In diesem Gebiet war ich noch gar nicht großartig. Oh ne, komm. Wenn man kurz vorher nochmal wieder Paracel aktiviert, dann hat man keine Probleme und man kann es immer noch aktivieren, weil es ja trotzdem bremst. Gott, wie viele Krux hier wahrscheinlich so, auch sein werden. War das ein starker Bockbogen? Ach so. Kaputt. Noch ein starker Bockbogen. Hat er sich einen Bockarm geschnappt. Alles klar. Oh, da geht unser erster Ritter zwei Hände kaputt. Also fast. Das fehlt noch. So eine Art Waffenreparatur. Sondern gute Waffen mit Materialien wie Erzen. Oh Gott, geil. Reparieren kann, wenn sie brüchig sind. Oder halt immer reparieren kann. Aber wenn sie brüchig sind, halt ist es halt am nützlichsten. Warum nehme ich überhaupt ein dritter Zweihänder, wenn ich ein Ritterschwert habe? Die kriegt man beide gleich oft. Eigentlich kann ich mal das Horagor-Schwert verbrauchen. Und wobei, das kriegt man auch gleich oft. Alle drei kriege ich jeden Blutmond. Von daher ist so egal. Schön nachts. Ein Läufer. Ein Wächterläufer. Bewege dich nicht zu viel. Zu langsam. Ja, so mache ich das. Bei Läufern. Man muss einmal den Rhythmus raus haben und dann geht das eigentlich relativ leicht. Aber wenn man, da muss man erstmal reinfinden und währenddessen muss man halt vorher speichern und laden und es frisst der Schilde wie sonst was. Und Feen.
Moment mal, ist das überhaupt ein Sumpfbüffel oder ein normaler? Weil Sumpfbüffel hatten wir ja schon fotografiert, normale nicht. Sumpfbüffel. Ja komm, die lassen eh höchstens Edelfleisch da. Zack! Zack! Ich habe ganz schön lange neu starten müssen, bis ich diesen Rhythmus ordentlich drauf habe. Und tschüss. Ich sag euch, dieser Schrein. Ah ne, der ist ja noch nicht hier in der Nähe. Wenn dieser Schrein hier in der Nähe, dann würde man den normalerweise jetzt noch nicht erreichen können, wenn man noch ein wenig, nur ein bisschen zu schwach dafür wäre. So. Habe ich überhaupt eine Waffe, mit der ich mich jetzt gerade verteidigen kann? Nö. Ich weiß nicht, vielleicht Wächterlanze, wegen der Range und so, sonst muss ich ihn halt mit dem Bogen abschießen. Na komm. Look at us. Ein bisschen sehr nah dran, aber... Das sollte gut aussehen. Ja, jetzt ist das noch ein bisschen höher. Okay. Ups. So. So, my friend, ich möchte ein gutes Foto von dir haben. Der geht doch. Ehrlich? Wow. Dass das immer gleich viel Haltbarkeit nimmt, ne? Stärkere Waffen sollten weniger Haltbarkeit nehmen. Verrostete Helle. Hab die mich jetzt erschreckt. Nee, das geht nicht. Und kaputt ist das Ritterschwert. Wow. Normaler Exhalbogen. Ihr lasst nach. Ne, das ist nur ein Pfeil. Verrostete Hellebarde und verrostete Hellebarde habe ich schon fotografiert. Ja, so langsam wird sich der Tag. 3 Uhr. Du bist nur ein Spurtlotus, oder? Selbst wenn. Zum Schwimmen möchte ich mich jetzt gar nicht verlocken lassen. Das dauert immer so lange. Noch ein Flederbeißer. 2 sogar. Ein paar Exalkrieger noch. Der hat keinen Dunst, wo das gerade war. Ach komm. Solange wir noch 2 haben, haben wir auch noch keine Ritterschwertknappheit.
Da geht's noch. So. Datakuzu. Und 7. Ist halt schon ein kleiner Fluch, wenn man so viel Platz hat jetzt. Da kann man auch nicht allen Scheiß mitnehmen. Dann öffnen wir mal Datakuzu. Fische fangen. Wenn die im Inneren eines Titanen die Vorräte zur Neige gehen, kehren in die Stadt zurück. Dankeschön für den Tipp. Wäre ich nicht drauf gekommen. Versunkene Rettung. Wir haben eine Metallscheibe und ein paar Gedönsies. Aha. Muss ich jetzt echt balancieren? Nee, das ist keine Scheibe, das ist eine Schale. Trotzdem vorsichtig. Okay, ich muss mal wieder in die Ausgangslage gehen. Ich habe mein Pad gerade so krass verzogen, dass ich hier gar nicht hätte steuern können mehr. Ist das die Kugel jetzt da drin? Nee. So. Man muss vorsichtig mit dem Stick anstatt mit der Steuerung. Alles klar. Die Kiste ist hier noch nicht, oder? Nee. Oh Gott. Ah, verstehe, verstehe, verstehe. Okay. So schnell. So. Nee.
Genau. So auch Blödsinn. Nee. Dann probieren wir es mal mit. Perfekt. So, du bist drauf und jetzt müssen wir dich einfach nur noch mittels Magneten auf den Schalter stellen. War immer noch keine Kiste. Du bist so breit. Naja, hier kommen wir nur so durch. Das lasse ich mir auf jeden Fall nicht nehmen. Hier ist eine Kiste drin, hier ist immer eine Kiste drin. Wo bist die Kiste? Ha. Dass es hier auch mal so dunstig sein muss. Guck mal, ich wusste es doch. Dadurch, dass das Wasser abgelassen wurde, kann man hier hinten rein. Will hier oben gucken, lohnt sich immer. Auch wenn es nur ein Sora Großschwert ist. Aber es ist eine Waffe. Die wir ruhig mal benutzen können. Ich, wie gesagt, mit den Großschwertern kann man eine ganz gute 3-Hit-Kombo machen, wenn man sie hinkriegt. Und wenn der Gegner noch nicht tot ist, dann, keine Ahnung, dann benutzt man eh das Schwert, wo man dann weiß, dass der Gegner stark ist. So. Ohne Zweifel, sagt er. Nahrung kochen, danke für den Tipp. Hätte ich nicht, wäre ich nicht drauf gekommen. Beliebig oft pro Tag, das heißt, jeden Tag füllen sich seine 20 Herzen wieder neu auf. Aber ich kann ihn halt so oft rufen, wie ich Lust dazu habe, wenn ihm noch Herzen fehlen. Achso. Dann machen wir das doch gleich mal. Habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Und ich wollte ihn nicht bewegen damit. Na komm. So schwer ist das doch nicht. So. Na, siehst du. Hui. Abgeschlossen. Du noch nicht. Aber auf jeden Fall geht's jetzt nach dort. Dieser Zoom, ne?
Auto. Nur ein Exhalbogen. Aber ein Exhalbogen ist auf jeden Fall stärker als ein Bockbogen. Geil, man kann überfallen. Das ist nicht schlecht. Da in etwa. Ja. Schade, schade. Habe ich meine Bogenreichweite ein bisschen überschätzt. Warte. Da geht's lang. Ein abgebranntes Gebiet. Aber... Ah, ein Elektromagus. Echt mal markieren. Ändern. Na, ja, es gibt kein Stabsymbol leider. Ist irgendeine bestimmte Schwäche? Ich greife die einfach mal mit Pfeilen an. Muss ja Headshot machen. Headshots machen. Okay, Elektrobeißer. Ein neuer Elektrostab. Puh. Technisch gesehen ist dieser Stab nicht schwach. Aber Strom. Einen kriegt er davon immer. Ja, rein theoretisch könnte ich die Waffenstände jetzt für was anderes benutzen als für die Stäbe. Denn, nee, ich weiß immer noch nicht, wo ein Eismagier ist. Oh, ich bin ja noch beim Dingens. Ups. Oh, ist... Er ist leer! Also nicht leer, aber auf jeden Fall muss er sich aufladen. Geschafft. Alles klar. Oh, du bist ein starker Krieger, dank dir. Nimm dies als Zeichen unseres inneren innerlichen Dankes. Dankeschön. Natürlich wissen wir, dass es mit all... Ach ja! Ich kann ja bei geschenkten Sachen auch das Rezept nachgucken. Zitterkraut und Goronengewürz. Nicht schlecht. Oh no. Ist er denn gestorben? Ja, wir sind jetzt schon seit Monaten auf der Suche nach Prinzessin Enzian, nach dem Prinzessinnen Enzian unterwegs. Wenn man sich mit dieser Blume die Liebe schwört, wird man für immer zusammen glücklich sein, heißt es. Aber wir können sie nirgendwo finden.
Das klappt nicht. Naja, sind wir auch so glücklich zusammen, ne? Sorelia, ich werde dich mit meinem Leben beschützen. Hier. Na gut. Aber ist okay. Böse. Ach, guck mal, das ist ja ein Stall. Stall der Sümpfe. Oh. Och nö, noch ein Mann. An diesem Stall trifft man immer nur Männer. Was ist das hier? Ein doofer Stall voller Männer. Letztens kam eine Sura, dachte ich. Aber es war irgendwie so irgend so ein Prinz. Aber natürlich wieder ein Mann. Nur Satori gibt mir Trost. Satori? Tja, Satori, ich schulde ihm mein Leben. Ist so lange Geschichte, willst du sie hören? Nee. Oh, bis dann. Ich jetzt. Ich will zuerst noch den Schrein machen. Diesen Stall können wir uns nächstes Mal angucken. Kayamiwa-Schrein. Schlamm des Hasses. Aber den hatten wir schon letztes Mal. Nicht letzte Folge, aber ich glaube vorletzte Folge. Oder letzte Folge doch, keine Ahnung. Irgendwo so da, in dem Bereich. Wieder viel Wasser. Schirmendes Wasser. So. Ein Wächter. Nicht schlecht. Das ist nicht gut. Dass du doch immer drunter schwimmen muss. Ja, ja. Wow. Och, ich bin Pfeife. Ich würde am liebsten... Ah, da sind noch zwei. Okay. Oh, soll die fotografieren, Mann. Wir haben den letzten Reaktorkern. Mist. Der letzte Reaktorkern. Nächste Folge geht's zum Institut. Nano-Wächter. Also ein bisschen Aktivität zeigen. So ist ja lame.
Ups, das hat's. Schick. Hey, das nicht. Okay. Müssen wir ein Herz opfern? Denn das ist ein bisschen gemein. So. Lass uns da erstmal hintreiben. So. Nicht schlecht. Du bist gleich wieder kaputt. Weil du hast noch ein paar Schuss. Ja, aber die Schuss sind es nicht wert. Tut mir leid. Ja, ich bin schlauer Fuchs, oder? Ups, da wäre ich fast. Nein! Warum muss er da immer... Ja, es ist logisch. Wasser, man treibt jetzt erst tiefer ins Wasser und dann wieder hoch. Aber es ist trotzdem leicht lästig. So. Ernsthaft? Gut. Dann war es das für heute, würde ich sagen. Wir gehen noch eben aus dem Schrein raus. Und ja, in der nächsten Folge werden wir uns den Stall mal ein bisschen näher angucken und uns dann mal aufmachen. Ins nächste Gebiet. Bockblin. So, dann würde ich sagen, was ist das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis dahin, euer Belgium. Bis dann. Ciao.